Yo, was geht ab, liebe Hockey-Fans? Schön, dass ihr wieder mit am Start sind zu einer weiteren eisigen und frostigen Folge NHL 21 Saisonmodus mit der Rapperswil Jona Lakers. Vorweg möchte ich allen sportlichen, eisigen Supportern da draussen ein riesen Dankeschön aussprechen, wo die letzte Folge so hammerkrass geil unterstützt haben. Auch für die Folge gilt ab 15 Likes wird das Let's Play Format hier weitergeführt. Also denkt daran, Support ist kein Mord. Liken das Video, dann das Video mit euren Kollegen, falls ihr mehr NHL 21 Saisonmodus haben wollt. Das ist das Minimum, 15 Likes. Wenn es natürlich mehr sind, dann wird es natürlich auch von mir mehr NHL 21 Folgen geben. Also umso besser es bei euch ankommt, umso mehr Folgen wird es geben. Ihr habt im letzten Video können abstimmen, in den letzten zwei Videos, ob wir der Bobby Ryan soll ins Team holen. Und da haben wir noch Bobby Ryan rechts raus, links raus. Und ihr habt klar gesagt, ja, wir sollen ihn holen im Alter von 33 Vertrag anbieten. Also Bobby Ryan, ein Spieler, den ich extrem cool finde. Und wir werden ihm jetzt einfach mal genau den Vertrag anbieten. Und er wird sich das Ganze überlegen und sich in ein paar Tagen wieder melden bei uns. So, der Bobby Ryan hat den Vertrag angenommen. Wir haben inzwischen zwei Spiele simuliert. 4:3 Niederlage gegen Biel, 6:3 Niederlage gegen der Z. Und wir spielen heute gegen Genf. Ihr könnt abstimmen, gegen welches Team wir spielen sollen. Und ihr könnt auch in dem Spiel abstimmen, gegen welches Team wir spielen sollen. Aber damit die Abstimmung überhaupt zählt, müsst ihr reinschreiben in dem Video, wer das spielentscheidende Goal geschossen hat in dieser Partie heute und dann eures Team, gegen das wir im nächsten Spiel spielen sollen. Also, wir haben da zur Auswahl der EV Zug, Fribourg-Gottero, HC Davos oder der SC Bern. Wenn wir noch etwas mehr haben, wir könnten eigentlich HC Amri Piotr noch mit reinnehmen in die Abstimmung und auch ZSC Lions. Also, wir haben relativ viel zur Auswahl. Also, der Z, Amri, Bern, Davos, Fribourg und Zug. All die haben hier zur Auswahl, wenn ihr reinschreiben, wer das spielentscheidende Goal geschossen hat zwischen der Partie gegen Zerek und der Rapperswil Jona Lakers und dann eures Team, das ihr wollt, welches es wir im nächsten Spiel spielen sollen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Reihe schauen. Wo spielt denn der Bobby Ryan eigentlich in welcher Reihe? Spielt er überhaupt schon? Ja, er spielt in der ersten Reihe mit dem Abbott und Cervenka. Und da frage ich mich, warum der Abbott und der Cervenka Moses. Gut, vielleicht funktioniert der Moses und der Cervenka hervorragend. Kann natürlich sein. Aber was mir da im Saisonmodus fehlt, ist die Spielermoral. Also im Franchise-Modus gibt es immer so, dass zum Beispiel ein Cervenka nicht mit dem Bobby Ryan klarkommt. Und dann musst du halt schauen, dann musst du halt den Spieler runter und so, der besser mit dem anderen Spieler harmoniert und so. Ihr wisst ja, wenn ihr Franchise-Mode auch schon gespielt habt. Auf jeden Fall ist das da nicht der Fall. Und ich frage mich, warum wir da einen Abbott drin haben und einen Cervenka, der Topscorer ist in Reihe 2. Wir lassen das einmal so. Gut, der Moses und der Cervenka haben gut funktioniert. Aber ich möchte das mal umstellen, einfach mal zum Schauen, wie das Ganze so harmoniert bei uns. Wir haben eigentlich gute Center, von dem her können wir uns das leisten. Jetzt gehen wir in die Partie Rapperswil Jona Lakers gegen den HC Genf Servette. Ready, steady, go! Das erste Spiel, wo wir mit Bobby Ryan selber spielen. Nummer 9 hat er auch hier bekommen. Bulli können wir gewinnen. Und es ist wichtig, dass wir nach zwei Niederlagen endlich wieder einmal ein Spiel gewinnen. Und da Bobby Ryan gerade mit dem 1:0. Gerade einmal 30 Sekunden sind gespielt. Bobby Ryan schlägt ein wie eine Rakete. Weiß natürlich nicht. Das erste Tor in dieser Saison. Wohl, hat in den ersten zwei Spielen nicht getroffen. Und jetzt gerade im allerersten Spiel nach 30 Sekunden haut er die Scheibe hinters Goal. Also aktuell, Bobby Ryan wäre das Spiel, hätte das spielentscheidende Goal geschossen. Bobby Ryan. Ja, da steht er haargenau richtig. Hat auch den Stock auf die richtige Seite für die One-Timer. Ideal für einen Rechtsschützen. Also, eine Verstärkung, die sich jetzt schon ausgezahlt hat. Für die Lakers. Und ich denke, vor den Playoffs könnten wir eigentlich noch einen Verteidiger holen. Wenn wir den Playoffs auch erreichen. Das ist natürlich immer noch die andere Frage. Darum ist es essentiell wichtig, dass wir die Spiele, die wir selber spielen, dann mindestens auch gewinnen. Dass wir den Lakers eine Chance geben, überhaupt in Playoffs zu kommen. 1:0 Führung. Genf Servette natürlich auch
jemand in dieser Partie oder in dieser Spielklasse, wo momentan Rapperswil befindet. Also es ist enorm wichtig, diese Partie hier zu gewinnen. Genf mit einer guten Möglichkeit und das gibt eine Strafe hier für die Lakers. Ja, ich werde die Partie so wenig schneiden wie möglich. Ja, das habt ihr euch mal gewünscht, dass nicht nur die Highlights kommen, sondern dass das Spiel eigentlich einmal so grob gelaufen lassen wird. Das heisst natürlich, solange die Spiele auch interessant sind. Es gibt natürlich immer wieder Spiele, die absolut langweilig sind oder ewig lang gehen. Das Spiel gehört momentan nicht dazu. Genf hat gute Chancen, wir haben früher 1-0 geschossen. Aber kann natürlich sein und dann werde ich das Drittel oder die Minuten, die absolut langweilig sind, dann einfach rausschneiden, damit ihr da nicht gerade einschlafen im Let's Play. Aber ich habe euch gewünscht, dass wir da wirklich das ganze Spiel so gut wie möglich zeigen und das wird natürlich auch in Zukunft der Fall sein. So, guter Puckcheck, gut gestört. Wir werden eigentlich schneller während da vom Spieler noch aufgehalten. Wir haben da Wähler vor das Goal gesehen, schaffen wir aber nicht. Gut verteidigt hier von der Serviette. So, Gunner, Rhodes, Wetter, Vic und da ist 1-1. Habe ich gerade Vic gesagt? Natürlich nicht. Auf jeden Fall steht es 1-1. Der Vermier habe ich natürlich gemeint. Und ja, so schnell kann es gehen. Powerplay ausgenutzt, 1-1 steht es, die Partie ist even. So möchte man das haben, als Hockeyspiel nach Maß. Und man merkt da halt einfach auch ein bisschen ja, die Verteidigung von den Lakers. Das ist nicht die beste von der Liga. Absolut nicht. Das ist unser Schwachpunkt. Offensiv haben wir uns jetzt gut verstärkt mit dem Ryan. Aber ich denke, wir müssten uns auch irgendwann mal noch in Verteidigung verstärken. Sei es Torhüter oder sei es sonst Verteidigung. Ich denke, der Niefler macht eigentlich einen guten Job bei uns. Gehört ja in der Liga auch zu den besseren Goalies. Und jetzt da der Pass und das ist 2-1. Voilà, somit verschiebt sich natürlich auch wieder für die Abstimmung das spielentscheidende Goal. Der Moses, wieder der Moses, wie schon im letzten Spiel. Aktuell mit dem Spielstand wäre der Moses derjenige, der das spielentscheidende Goal gemacht hätte. Also ihr müsst reinschreiben, Moses und eures Team, gegen das wir im nächsten Spiel spielen sollen. 2-1, neuer Spielstand. Jarvenken am Bulli. Bobby Ryan steht rechts. Spielen wir jetzt auch gerade an für Leute schieben wieder. Natürlich deckt man den jetzt auch recht gut. Man weiß, der hat schon das Goal geschossen. Der ist heiße Frittenfett. So, Ryan, da haben wir einen Böck. Bobby Ryan macht das clever, verliert die Schieben aber. Dumm gelaufen. Holt sich die Schieben wieder. Hinter das Goal, Clark zu Bobby Ryan. Bobby Ryan wird jetzt hier nicht gestört. Bobby Ryan mit dem Schuss genau in die Schoner. Da haben wir wieder Bobby Ryan. Zu Červenka, Bobby Ryan. Oh, da wird aufgeräumt vor dem Goal. Also, so weit hat man das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Moi. Wieder gut vor dem Slot. Dort sind die Lakers anfällig. Bobby Ryan mit dem Konter, Wechselzeiten mit dem Červenka, die machen das gut. Červenka in Mitte und der Bobby Ryan gibt den Pass zum Červenka, Topscorer und Bobby Ryan. Die funktionieren hervorragend heute. Das zweite haben schon 2 Goal geschossen. Et voilà, Bobby Ryan, wunderschön, wie er hier abdreht und der Querpass zum Červenka gibt. Der muss nur noch einschieben. Also, die Offense ist on fire. Offense ist bereits in Playoff-Form. Defense, ja. Aber man gewinnt ja auch mit einer guten Offense auch Spiel. Weil wenn man einfach nur die ganze Zeit im gegnerischen Drittel ist, bekommt man selber keine Chance. Ist natürlich im Hockey nicht ganz so einfach, aber Theorie wäre eigentlich einfach. Und da meine ich jetzt wieder mit einer schlechten Verteidigung. 3-2. Also, momentan spielentscheidender Goal. Červenka, Linus Omar. Eieiei. Aber wirklich genial, das müssen wir einfach nochmal lassen. Wie er das gemacht hat, zack, zack, zack. Und der Niefeler schoss. Das ist, glaube ich, gar nicht der Niefeler im Goal. Nein, der Baden ist im Goal. Erst jetzt gemerkt. Nicht für ungut. Ja, das macht er aber hervorragend. Wow.
3-2. Das Spiel, das hat Pfeffer drin. Offense top, Defense flop. Beide Teams gehen mit dieser Einstellung in die Partie. Oder beide Teams spielen ihr Spiel. Beide Teams sind offensiv relativ stark. Beide Teams ihr Defense momentan das Jahr nicht so der Hirsch. Ist natürlich noch die Frage. Das könnte man noch verbessern im Verlauf dieser Saison. Mit der ein oder anderen Free Agents oder Trades. Da könnt ihr auch gerne mal Trades-Vorschläge reinschreiben, wenn ihr das gerne möchtet. Also, wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt für einen Trade, für die Verteidigung, ja. Wir tun nicht Sturm wieder verbessern für die Verteidigung, dann schreibt das gerne mal rein. Ihr könnt auch Free Agents Vorschläge reinbringen. Vorschläge, ja, ich weiß, Free Agents müsst ihr vielleicht einmal zeigen, weil da ist ja, je nachdem, wenn man das Spiel updated hat, hat es da andere Free Agents drin, etc. Also, wenn ihr Angel 21 habt, werden vielleicht nicht die gleichen Free Agents haben wie ich. Aber mal für Trades könnt ihr mal Vorschläge reinschreiben. Und jetzt da wieder eine Möglichkeit, das wird knapp, ja, das ist gut gewesen. Also, die Lakers Offense kommen zu guten Chancen. Das zweite Vorchecken, machen das immer noch gut, sind immer noch ein Scheibenbesitz. Boah, die Scheibe oben rechts, wäre alles frei gewesen. Treffen wir nicht. Was für ein geiles erstes Drittel, ja. Da ist Pfeffer drin, da muss man nichts schneiden. Wow, daneben gegriffen, Abbott, ja, der... Ist jetzt natürlich in der zweiten Linie. Letztes Spiel war in der ersten Linie, aber nützt ja nichts, wenn wir so verlieren. Wir müssen ja wieder gewinnen. Aber auch in dem letzten Spiel, unsere Schwäche war die Verteidigung. So, jetzt Möglichkeit Querpass und das ist 4-2. Top-Hand-Verteidigung von der Genfer komplett. Das war wahrscheinlich ein Wechselfehler, weil so frei kommt Andrew Rowe auch nicht zum Abschuss. Normalerweise. Ich glaube, die Verteidigung war gerade im Auswechsel. Ja, wir haben da zwar noch einen, der mitläuft, aber einfach ein zu langsamer Verteidiger. Das war ein Auswechsel- und Stellungsspielfehler hier von Genf Servet. Und auch unsere Reihe 2 sehr, sehr stark. Das ist natürlich der Vorteil. Durch dass wir starke Reihe 1 haben, können wir natürlich jetzt auch Spieler vor Reihe 2, die eigentlich Reihe 1 mäßig wären, in Reihe 2 Spieler lassen und das gibt einfach mehr Tiefe im Kader. Und das würde ich mir auch für die Verteidigung wünschen. Durch dass wir jetzt da ein, zwei Spieler mehr im Team haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dort das ein oder andere Trade zu setzen. 4-2, das erste Drittel, das ist richtig geil gewesen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird ein Highscore geben. Ja, wenn Genf da nochmal ankommt mit 4-3, dann ist das Spiel mehr als offen. Falls wir da das nächste Goal schiessen in der nächsten Zeit, dann könnte das schon die Vorentscheidung sein. Aber eben so einem Highscore-Game dreht man eigentlich ein Spiel relativ schnell. Wenn es jetzt 2-0 oder 3-0 stehen würde, dann ist es eher die Gefahr, dass das Spiel gelaufen ist. Als in so einem Highscore-Game will, wieder im Slot Pennant Lakers. Jetzt Vorchecking. Eckenberger. Nachschuss und da ist es. 5-2. Endlich. Das zweite Drittel ist einfach so der Hinplätscher. Da ist nicht mehr viel gelaufen. Nico Dünner nimmt den Abpraller und da steht der Goalie viel zu weit vorne. Oder die Verteidigung räumt nicht schön auf im Slot. Das muss man halt im Team so besprechen, wie, wo, was. Für den Direktschuss, Goalie natürlich sicher gut weit vorne kommt für den Abpraller. Entweder hat es eben zu wenig Spieler vor dem Goal und wenn das ihre Spielart ist, dann wäre der Goalie zu weit vorne kommen. Auf jeden Fall steht es 5-2. Und jetzt, ihr merkt es, es ist Arbeitsverweigerung, den müssen wir einfach machen. 6-2, keiner hat vorgecheckt. Das ist das Moralsystem von NHL. Losley mit dem 6-2. Da greift uns niemand an. Steht im Spiel und da haben wir so viel Raum, da müssen wir einfach reinlaufen und ein Goal schiessen. Jetzt würde mich nicht überraschen, wenn es da Goalie-Wechsel gäbe. Aber es ist zu einfach gewesen. Das Goal fast schon mit Ansage. Moralsystem. Die Spieler haben eigentlich nur noch müssen reinlaufen. 6-2. Also, nach dem doch sehr, sehr ausgeglichenen Drittel und es hätte jetzt 5-2 fallen können. Oder eben, wie gesagt, 5-2 und 4-3.
Und dann wäre das Spiel wieder offen gewesen. Aber der Treffer, das ist wahrscheinlich eben, wie gesagt, der K.O.-Schlag gewesen für die KI, für die Genf Servette. Und jetzt werden wir wahrscheinlich können wieder walten und verwalten, wie wir das so gern hätten. Also, aber Genf geben da nicht auf. Kommen wieder zur guten Möglichkeit. Spielen eigentlich jetzt gut weiter. Haben sich eigentlich gut erholt nach dem Gegentreffer. Das muss man jetzt auch einfach einmal so anerkennen. Im Normalfall lassen sie es dann komplett hängen. Aber man merkt, man kommt jetzt einfach schon viel einfacher ins Drittel rein und auch einfacher zu Schüssen. Das ist natürlich der Nachteil. Ah, gutes Vorchecking da. Gute Störarbeit von den Lakers. Und ja, wir sind in Schiebebesitz, in Offense, immer noch. Und können da walten und verwalten, machen, was wir wollen, bis zum 7:2. Go Lakers! Neuer Spielstand, Rapid City ohne Lakers! 7! Game Servet 0. Dankeschön. Bitte. Also, der neue Spielstand. Ja, und jetzt nehmen sie den Goalie-Wechsel vor. Aber da kann der Goalie nicht viel dafür. Um Himmels Willen. Da haben die Verteidigung einfach gepennt. Ja, das ist einfach nichts gewesen. Aber es wird schmachen. Hat schon bereits mit 5:2 den Goalie-Wechsel vorgenommen. Weil das immer so ein bisschen wie ein Timeout ist. Die Moral geht wieder, wird wieder zurückgesetzt. Oder zumindest ein bisschen zurückgesetzt. Und das ist einfach das Feeling, das man hat. Also ich werde oft gefragt, ja, was kann ich machen, wenn die Moral wieder die zuschlägt, wenn es wieder immer eins nach dem anderen reinklopft in Sachen Goal. Das ist übrigens nicht anders, auch wenn man selber spielt. Also wenn KI mal ein oder zwei schießt, dann ist KI auf einem leichten Schwierigkeitsgrad enorm stark. Und das Gleiche ist auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, wenn sie mal 1-2 kriegt, dann sind sie enorm schwach, da ist 8:2. Und was kann man dagegen machen? Also Offense habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, mit Regeln oder so das Moralsystem ein bisschen einzudämmen. Aber was er in Defense können machen, wenn er natürlich gerade das Goal kassieren oder zwei und ihr merkt, jetzt ist es ein bisschen hart, ja, nehmen ein Timeout. Wenn euch kein Timeout mehr zur Verfügung steht, dann wechseln den Goalie. Ja, ich würde nicht gerade am Anfang den besseren Goalie rausnehmen. Aber wechseln den Goalie. Und den Goalie können wir auch mehrmals wechseln. Und das stellt oftmals das Moralsystem nicht wieder zurück, würde ich sagen. Aber ich habe einfach das Gefühl, es macht es ein bisschen besser. Aber in dem Fall jetzt nicht. 9:2. 1,5 Sekunden vor Schluss. Nach diesen zwei doch bitteren Niederlagen. Jetzt Lakers mit dem Andrew Rowe. Ganz klar. Spiel bestimmt, zumindest in den letzten 10 Minuten. Und da hat halt wirklich das Moralsystem zugeschlagen. Und da können wir nichts anderes machen, als wie gesagt, Goalie-Wechsel, Timeouts nehmen. Und die Strategie ein bisschen was bearbeiten, wenn das euch selber mal passiert. Das passiert immer wieder. Es gibt auch Spiele, wo wir da relativ hoch verlieren oder so. Der Wos hat uns auch mal so richtig, richtig in die Zange genommen. Also gibt es immer wieder. 9:2, das Spiel ist durch. Aber die Frage ist, wer hat das spielentscheidende Goal geschossen? Das ist natürlich die Frage, die für euch ist, die für euch essentiell wichtig ist, wenn ihr abstimmen gegen welches Team wir als nächstes spielen. Und da ist es. 9:3. Also, der vierte Torschütz wäre momentan der mit dem Spiel entscheidende Goal. Ist jetzt ohne Scherwenka weg. Hat mir ein bisschen abgelenkt, da kurze Zeit. Ja, das ist weg. Also, das 9:3. Und jetzt haben wir uns doch da ein bisschen Genfer ein bisschen gefangen. Und das motiviert mich jetzt da das 10:3 schiessen. Das würde zwar euch für die Abstimmung nichts ändern, aber es würde im Spielgeschehen ein bisschen was ändern. Wir hätten nämlich endlich die Stängel geschossen. Mit Schuss am Goal vorbei. So, wir bleiben dran. Da wieder Konter. Wow, Bader mit Glück, dass da ein Verteidiger noch gekommen ist. Genf spielt eigentlich gut jetzt im letzten Drittel. Es war das zweite Drittel, was sie verpennt hätten. Oder haben. Sie hätten es ja nicht, sie haben es wirklich gemacht. So.
Jetzt der Konter. Zu Vetter. Vetter wieder. Und da ist schon Bobby Ryan und der schafft es nicht, den Manzato zu bezwingen. Das war gut. Ah, jetzt ist Wenke wieder draußen. So, jetzt ist Sturmreihe 1 fast wieder komplett. Bader mit dem Save. So, Bobby Ryan bleibt der Schieberbesitz, macht das gut, ein schönes Trickli. Und gibt den Pass, den nächsten Pass von Bobby Ryan. 2 Pässe, 1 Goal, 10-3. Neuer Spielstand also, Nando Eckenberger. Ja, das ist natürlich geil gespielt gewesen. Wieder Bobby Ryan, also der Einkauf, der hat sich schon mal gelohnt. Natürlich bin ich gespannt, wie es denn wird in der engen Partie. Das sind natürlich noch nicht die engen Partien. Es hat sich abzeichnet im zweiten Drittel, dass da Genf den Anschluss einfach verliert. Der Goaliewechsel hat ein bisschen was gebracht. Wow, Bobby Ryan kommt einfach allein vor das Goal. Also der Einkauf, der ist es wirklich wert gewesen. Da haben wir gut abgestimmt. Wir spielen wieder schnell zum Clark. Wer ist in der Mitte frei? Niemand, also Auswechslung heisst das. Aber eben, wenn alleine so lange kannst walten und verwalten, dann wird es natürlich schwer, 11-3. Eieieiei, was für ein Klatscher. Oh ja, wir werden auch nicht angegriffen. Also alle, die jetzt wieder sagen, oh, mach den Schwierigkeitsgrad höher und so, an dem liegt es nicht. Das ist das Moralsystem von EA. Sobald einmal eine geht, ihr seht, wir können machen, was wir wollen, wir werden nicht angegriffen. Das ist nur so, wenn du wirklich 1-2 Goal geschossen hast. Und das ist leider wirklich schade. Da kann ich den Schwierigkeitsgrad auf maximal aufstellen, wegen dem ist das Moralsystem genau gleich. Wenn du mal 2 Goal geschossen hast, dann ist es so. Wenn du mal 2 Goal kassiert hast im Stück hintereinander, dann ist es im Gegner so. Also es hat sowohl als auch sehr, sehr mühsame Phasen drin. Ausstellen kann man es leider nicht. Mit Regler habe ich es auch schon probiert, um da irgendwas können zu anpassen, dass das nicht so krass ausfällt. Aber das ist jetzt halt einfach eine Lotterie. Und ich will euch nicht so gehen, ihr lebt mich einfach irgendwie kaputt machen, indem dass ich einfach weniger stark spiele. Ja klar, bei einem 11-2 oder 11-3 spielt man schon ein bisschen weniger konzentriert, als wenn es so 3-3 steht. Das ist natürlich klar. Aber es könnte natürlich ganz anders ausfallen. Und wir gewinnen hier 11-3. Ein spannendes Spiel. Vor allem ein sehr, sehr geiles erste Drittel hat hier die Partie geprägt. Nach dem zweiten Drittel. Genf total eingeht. Sind nicht mehr lag. Sie waren am Anfang vom zweiten Drittel sind sehr stark gewesen. Nachher haben sie total nachgelassen und dann hat das Goal-Festival erst so richtig angefangen. An dieser Stelle danke viel, viel mal fürs Zuschauen. Machen mit in der Umfrage. Bis zum nächsten Mal. Euer Pico und tschüss!